Moinsens, Servus und herzlich willkommen zurück zu Gothic. In der letzten Folge haben wir uns es ein bisschen schwer getan. Wir wurden nämlich eiskalt verarscht. Von Grimm, der am Anfang noch ziemlich korrekt rüberkam, hat sich dann als Spitzel von Bloodfin herausgestellt. Und jetzt gucken wir mal, dass wir uns auch mal richtig mit dem anlegen können. Und zwar vorbereitet. Unser Geld haben wir ja wieder. Beziehungsweise das hat Grimm. So, dann sehen wir mal zu. Du da. Willst du wieder Ärger? Du Penner wolltest mir also nur eine Falle stellen. Hey Mann! Wir spielen beide dasselbe Spiel. Ich habe auch keine Lust, in den Minen buddeln zu gehen. Also werde ich tun, was mir die Gardisten sagen, dann werde ich hier bald aufgenommen. Dass ich ausgerechnet dir aufs Maul hauen sollte, hast du dir im Grunde selber zuzuschreiben. Warum legst du dich auch mit den Gardisten an? Persönlich habe ich nichts gegen dich. Also was ist? Frieden oder weiterprügeln? Mir ist eher nach weiterprügeln. Oh ja. Oh Mann, du schaffst nicht. Mal sehen. Gut gemacht. Noch einmal und du kannst was erleben. Hä, Digga, ich hab doch... Na gut, da muss ich mit dem... Danke, zu dir komme ich später wieder. Ich trinke einen auf dich mit. Spaß. Ja, so weit sind wir leider noch nicht. Harte Zeiten. Der mit seiner Waffe da am Fressen und wischt sich erstmal das Kinn ab mit seinem Schwert, ey. Ehrenmann, ey. Du bist ein geiler Typ. Safety first, ne? Oh Gott. Erstmal gucken, was wir für Quests haben. Achso, ich bin ja völlig falsch. Hier sind's. Also, Snuff braucht Fleischwanzen, Höllenpilze. Da müssen wir Typen anwerben. Gardist. Ja, die Story mit Neck. Aufnahme Sumpflage, okay, gut. Mein Schwert habe ich mir wieder genommen, ne? Ja, dann gehen wir pennen und dann gehen wir mal ein bisschen raus hier. Gucken wir mal, dass wir ein bisschen besser werden. Ich glaub's ja nicht. Digga! Nein! Kann es sein, dass du im Kreis läufst? Ich meine, ich weiß ja nicht, wo du hin willst. Was geht das für los? Ey, ich bring den nicht um, einfach aus Prinzip. Das ist immer so geil. Wenn er wiederkommt. Aber ich gehe jetzt in meiner Hütte pennen. Und dann gucken wir mal nach diesem Neck. Und der abgeblieben ist. Der Geschichte muss aber was. Ich bin nicht besonders schlau. What? Ein neuer Tag und nichts hat sich geändert. Ja, Matt ist abgehauen zum Glück. Wahrscheinlich ist er. Der hat eingesehen, dass ich auch meine Ruhe mal brauch. Digga, verpiss dich da nicht, Alter. Ah! Digga, du wirst doch hier nicht hochkommen, oder? Ja, dafür bist du viel zu blöd. Das macht richtig Spaß mit dir. Schön, dass du mich mitnimmst. Das können wir öfter mal machen. Und heute ist ja auch noch viel Zeit. Mhm. Du kommst ja so lange mit, bis du mir richtig hart auf den Nerven gehst, okay? Wir nehmen den Hinterausgang mal. Da waren wir ja noch nicht. Erstmal Matt abhängen, Alter. Vor dem müssen wir weglaufen. Der hat uns das, unseren Start vermasselt gegen Grimm, ne? Hey, du!
Was denn jetzt schon wieder? Ey, gehen mir alle auf den Keks, ey. Es ist eine neue Gelegenheit für dich gekommen, dich als Freund zu erweisen. Ah. Mit 10 Erz bist du dabei. Wie sieht's Digga, aus? Digga, gehen wir nicht auf den Lappen. Nein, natürlich. Ich lass mich wir von dir und nicht unterbuttern. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Geh weg, Alter. Ich hab da gar keinen Bock mehr. Alter, Mann! Ich hab mich schon richtig an dich gewöhnt. Jetzt wir werden sicher eine Menge Spaß miteinander haben, nicht wahr? Wo schläfst du eigentlich? Oh Gott. Du kannst gerne zu mir kommen. Also so kommst du erstmal nicht, okay? Affe weg! Ja. Da läuft er, ey. Ja, lauf! Er läuft in eine fremde Hütte. Das schafft auch nur der Typ. Alter, ey. Die sind alle... Das sind die kerngesteuerten... Knechte überall, ey. Was glaube ich da nicht? An jeder Ecke ist irgendein Sp- oh! Ich bin angesagt! Okay. Rennt nicht durch meine Hütte! Nicht aufregen. Es ist ja irgendwo witzig. Das ist aber noch geil. Du kannst nur wo hier deine Ruhe haben, weil irgendwelche Klapskallis einen Scheiß von dir wollen, ey. Digga, dein Nervenkostüm zu behalten, das geht gar nicht, ey. Das ist einfach. Abfuck. Ey, laber mich bloß nicht an, du. Ja, ich liebe dieses Spiel auch dafür. Kann schon sein, aber wen interessiert das? Ui. Na, guck mal, was es hier so draußen gibt. Moin. So, jetzt sind wir in der freien Wildbahn. Hier läuft alles stabil. Keine Verrückten, keine Halsabschneider, die dir was von dir wollen. Einfach mal die frische Luft genießen. Oh. Ah. Bonjour, da haben wir schon unsere ersten Kontrahenten. Du da? Hallo. Wow, wow. Ah! Leute. Ich muss aber schneller zuschlagen. Ich brauche Erz und alles. Oh, ich bin weg hier. Geht. Geht mit Gott, aber geht. Ja, sehr schön. Hm, Waldbeeren. Die habe ich am So, und jetzt sollte das gut machbar sein. Ja. So geht das richtig sahnig. Vonstatten. Oh. Okay. Boah. Hoffen wir doch mal, ne? Also, ich meine... Kann ja sein, dass das unser Bruder Neck ist, ne? Der wollte ja hier Pilze sammeln und hier gibt's ja diese Pilze. Die führen mich da auch weiterhin zu diesem Rezept von diesem verrückten Tim Melzer da im Lager. Ja, hallo, toter Gardist. Amulett eines toten Gardisten. Der Name Neck ist auf der Rückseite eingraviert. Jo! Ding ist... Wir könnten das jetzt erstmal behalten, weil es gibt Schutz vor Waffen 5. Das ist halt so eine Sache, ne? Er hat hier wieder Kieferkau-Probleme. Ist was Vernünftiges. Na geil. Der Tick stört ja hier draußen gerade keinen. Nachtschatten und Heilkräuter. Wie geht's eigentlich in unserem Level? Wir sind Level 1, es fehlen noch 400 zum Aufstieg, okay.
Dann sind wir Level 2. Na, ja, könnte von Anfang nicht schaden, ne? Ich hätte auch nicht so viel Geld für den Rober abdrücken sollen, aber na egal. Aber euch habe ich ja geplündert, bin ich mir ziemlich sicher. Da war noch ein Pilz, das sehe ich doch genau. Ja. Sklavenbrot. Und ein Höllenpilz. Wow. Da sind Scavenger. Die dämlichen gerupften Geier. Ich hoffe mal, es sind Junge. Aber eher nicht. Oh, die gehen jetzt viel besser. Vielen Dank. Jetzt wieder ordentlich Fleischkeulen. Kann ich mir schön Dönerspieß mit wieder machen. Nee, bestimmt nicht. Also das bezweifle ich ja mal sowas. Ja, Einschlag, ich bin weg. Halt dich ran! Wer ballert hier? Hallo, das ist mein Waran. Aber das will ich noch sehen. Ach, da hinten ist einer. Das gucken wir uns so an. Oh, geiler Battle. Ne, das kann ich vergessen. Aber gut zu wissen, dass da hinten jemand ist. Das ist wahrscheinlich der Grenzposten hier. Der Anfang von Trumps Mauer. Hey, du. Wer, ich? Nein, ich meine deine Großmutter. Natürlich meine ich dich. Hey, wenn ich du wäre, dann würde ich diesen Weg hier nicht weitergehen. Warum nicht? Du scheinst wirklich neu hier zu sein. Mann, hier geht es ins Ork-Gebiet. Die machen Kleinholz aus dir. Oh. Gern geschehen. Die Orks sind eh die krassesten. Ja, dankeschön. Es gibt sonst noch von dir gar nichts. Na, jetzt können wir erstmal unsere Lorbeeren einheimsen. Ich würde mal sagen, wir können jetzt auch mal anfangen, die ganzen Quests im Lager zu machen, weil im Endeffekt Opfer dann uns dem Lager anschließen, ist ja nochmal eine andere Sache, ne? Das ist dann die... Hey, du! Wow. Dich habe ich hier noch nie gesehen! Digga... Das ist kein Wunder, ich bin auch erst seit kurzem da. Dann pass gut auf dich auf. Die Welt da draußen ist ziemlich gefährlich. Nur im Lager bist du sicher. Nicht wirklich, aber danke. Was willst du denn hier, ey? Kriegst kein Geld von mir. Alter, ich weiß auch nie, wann und wo man hier sicher sein soll, ne? Fleischpflanzen! Die höre ich doch. Von 1000 Metern gegen den Wind. Komm mal her, ihr Mistviecher. Ich kenne die Szene hier, ey. Das ist... Oh. Ich reg mich gar nicht drüber auf. Alle, die zum Beispiel das von Hand of Blood mal gesehen haben, die wissen, hier ranzukommen, das ist einfach nur Quälerei. Einen Bogen habe ich nicht, ne? Wer hat die da auch so hinplatziert, ne? Piranha Bytes, danke, Merkel. Wie viel brauchen wir eigentlich nochmal? Wir brauchen 3 Wanzenfleisch. Und wir haben, glaube ich, 1, weil wir eine geknechtet haben, ganz am Anfang. Ja. Das heißt, die werden jetzt perfekt, um die Quest abzuschließen. Vielleicht von der anderen Seite? Ich glaube aber nicht, oder? Ich bin halt auch nur so eine Pfeife mit dem Schwert. Die verschwinden auch richtig schön in der Erde. Ich weiß gar nicht, ob ich das versuchen brauche hier.
Ich will jetzt nicht, dass 10 Minuten der Folge dafür drauf gehen, dass sie hier einfach nur die Abmühe Fleischwanzen zu killen. Ich habe schon am Anfang gesagt, das sind die schlimmsten Viecher ever. Weil die, wenn man die erwischen will, das... Ja, okay, ihr habt gewonnen. Gehen wir mal zu Sketty eigentlich. Gucken, was der für eine Aufgabe hat. Ich will mich dem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Wenn du es schaffst, mich zu beeindrucken? Vielleicht. Einige der besten Kämpfer aller drei Lager kommen hierher, um sich zu messen. Fordere einen von ihnen heraus und kämpfe gegen ihn. Je nachdem, wie gut du dich schlägst, wird mein Urteil über dich ausfallen. Okay. Also er ist schon mal wahrscheinlich der Oberzerstörer. Mit dem lege ich mich mal lieber nicht an. Gucken wir mal. Wobei, ich habe schon von Grimm auf... Gib durch Scanny da hinten. Disco. Was geht bei dir? Hat's einen Wackling? Ja, das können wir gegen den Typen komplett vergessen, weil wenn wir schon gegen Grimm abkacken. Da gab's noch einen. Ich glaube Dexter war das und. Ja, Dexter war das, glaube ich. Und. Ah! Ich weiß, da gibt's noch einen, mit dem haben wir noch gar nicht gesprochen. Jetzt wieder hier rüber. Ey, ich hoffe, man taucht nicht auf. Das ist eine richtige Horrorfigur. Der taucht einfach im heftigsten Jumpscare-Moment auf. Weißt du, du laberst mit irgendwem? Das kann jederzeit passieren, ne? Und dann beendest du das Gespräch und er steht direkt hinter dir und dann musst du so einen Schockeffekt, Soundeffekt reintun hier. Muss ich mal echt machen, das muss ich hier so rein editieren jedes Mal, wenn er kommt. Hier, der Dude, mit dem habe ich gar nicht gesprochen. Lass dich auf jemanden spüren, Fist verlassen. Das ist Hi, ich bin neu hier. Was willst du von mir? Ich will einer von euch werden. Ich will mich dem Lager anschließen. Auf der Suche nach Fürsprechern, was? Wenn ich ein gutes Wort bei Diego für dich einlegen soll, schuldest du mir einen Gefallen. Was ist das für ein Gefallen, den du von mir erwartest? Ich will eine Waffe von Fisk. Er ist einer der Händler am Marktplatz. Er will sie mir nicht mehr verkaufen. Es ist ein Breitschwert mit Ornament. Ich gebe dir 100 Erz und du holst die Waffe für mich ab. Aber sag ihm nichts von mir, klar? Warum will er dir die Waffe nicht mehr verkaufen? Wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Und? Und das ist alles, was du wissen musst. Ich halte mich da lieber raus. In seiner Haut will ich trotzdem nicht. Hast du mal daran gedacht, dass ich einfach mit dem Erz durchbrennen könnte? Vergiss nicht, die Kolonie ist klein. Wenn du mit dem Erz durchbrennst, finde ich dich. Ja, das kommt dann vor. Andererseits kann dauern, ne? Okay, her mit den 100 Erzbrocken. Ich hol das Ding. Hier hast du sie. Komm direkt zu mir zurück. Machen wir das? Oder brennen wir durch? Nee, ich würde sagen, wir machen das. Weil... Der hat sich nicht mit uns krumm gestellt oder so. Wir behandeln die Leute, wie es halt, wie sie es verdienen. Ne? Deswegen. Alles gut. Der letzte Scheiß. Also ich wollte noch was handeln. Zeig mir deine Ware. Ich habe ja die Knechte gerade umgehauen. Also gerade letzte Folge beziehungsweise. Und ich denke mal, dass wir dann gut was dafür kriegen können. Das behalte ich. Oh! Die ist ja sogar besser. Wo habe ich denn die gefunden? Das weiß ich nicht. Spitzhacke. Gut, eine behalten wir immer, weil die braucht man fürs Spitzhacken, genau. Zum Steineklopfen, dafür brauchen wir die. Du hast nicht zufällig mein Wanzenfleisch bekommen. Nee, doch nicht. Annehmen. So. Dann gucken wir mal. Stimmt, ich leg die Waffe jetzt mal an. Jetzt mal eine Axt.
lass uns lieber über was anderes. 13 statt 12 und ein Wort weniger Stärke. Ja, nehmen wir. Dann verkaufen wir nochmal. Zeig mir deine Ware. So, 6 Erz. Easy. So, und dann zum Schwert. Ich will ein Schwert kaufen, aber nicht so ein einfaches Ding. Was mit Ornamenten wäre schön. Ich hab da eins, das dir gefallen könnte. Der Schatten, der es abholen sollte, kommt nicht mehr. Kostet 110 Erz. Interessiert. Was ist das für eine Lache, Alter? Vor allem, hä, 110? Ja, wir werden uns doch nur verarschen. Ja, Whistler hat uns 100 gegeben. Das Ding ist, wer verarscht uns jetzt? Whistler, weil er uns einfach zu wenig gegeben hat, weil er nicht mehr rausrücken wollte oder weil er hier so Wucherpreise macht? Das Ding ist, wir sollten ihm lieber nicht sagen, dass es von Whistler ist, weil er, der hat ja gesagt, dass er Beef mit dem Typen hat. Deswegen halten wir das erstmal geheim. Wir wollen uns ja hier gut stellen, dann kostet es halt das 10 Erz, mein Gott. Ja, ich nehme es. 10 Erz. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Wie viel Erz habe ich jetzt noch? 31. Ich bin ein 31er. Ja, das ist so schlecht, ey. So. Kann schon sein, aber wen interessiert das? Das ist wirklich nicht mein Problem. Fisk will jetzt 110 Erz für dein Schwert. Und ich soll dir jetzt noch 10 Erz geben. Ich dachte, du legst Wert auf dein Schwert. Ich halte mich. Hier, nimm. Jetzt beeil dich. Ehrenmann. Erstmal. So. Es wird nicht so heiß. Ich hab dein Schwert. War ja auch nicht wirklich schwierig. Wie auch immer. Eine Hand wäscht die andere. Falls Diego mich nach dir fragt, ist dir meine Stimme sicher. Mhm. Bis dahin, mach's gut. Korrekter Dude. Der letzte Scheiß. Da, Dexter. Was ist das eigentlich? Was kann man anvisieren? Keine Ahnung. Aber witzig, das ist mir noch nie aufgefallen. So, Dexter. Du hättest auch noch was gehabt, oder? Ich will mich dem Lager anschließen. Ich will Schatten werden. So, du suchst eine Möglichkeit, dich zu bewähren. Gut, du kannst etwas für mich erledigen. Wenn du die Sache gut machst, lege ich ein gutes Wort bei Diego für dich ein. Um was geht es? Im Sektenlager gibt es einen Mann, der Kalom heißt. Ist ein ziemlich hohes Tier, einer der Gurus der Sekte. Kalom ist Alchemist. Er hat das Rezept für einen ziemlich wirkungsvollen Heiltrank. Ich will ihm das Rezept abkaufen, dann kann ich die Dinger selber herstellen. Aber an Kalom kommt niemand ran. Und was soll ich da machen? Die Sektenspinner sind dort auf der Suche nach neuen Leuten. Du bist neu hier. Tu einfach so, als wenn du dich anwerben lassen willst. Kalom ist einer der Gurus, das heißt, er prüft die neuen Anwärter. Wenn du mit ihm in Kontakt kommst, versuch, an das Rezept zu kommen. Ob du dafür bezahlst oder nicht, ist mir egal. Okay. Wie viel ist für mich drin? Hört sich nach einer schwierigen Sache an. Wie viel ist für mich drin? Irgendwann wird Diego mich fragen, ob du für uns geeignet bist. Rate mal, wovon meine Antwort abhängen wird. In seiner Haut will ich trotzdem nicht schlafen. Ja, ich bleib knausrig. Es kann sein, dass ich das Rezept bezahlen muss. Gib mir 50 Erz als Vorschuss. Vergiss es. Ja, okay, ne? Da war's das. Deal ist geplatzt. Also, muss ja hart bleiben, ne? Kein Erz, kein Rezept. Na schön. Über das Erz können wir reden, wenn du das Rezept hast. Nee, so nicht, Freundchen. Nein, ich will jetzt Erz sehen. Oder du kannst dir dein Rezept selber holen. Es gibt noch genug andere neue. Ich denke, ich sollte den Auftrag einen von denen geben. Okay, ist vorbei. Gut. Nicht zu schnell. Muss einfach dranbleiben. Wie weit du gehst. 50 Erz ist ziemlich viel für einen neuen. Was denkst du? Klingt schon besser. Gut, gut. 50 Erzbrocken kann ich gerade noch entbehren. Enttäusch mich nicht, Kleiner.
War doch klar, dass das Ärger gibt. Auf das Gefasel. Wo ist das Sektenlager? Durch den Südausgang aus dem Lager raus. Dann immer östlich halten. Am besten besorgst du dir eine Karte. Ich habe eine da. Für 50 Erz. Der Südausgang ist der umgestürzte Turm, richtig? Stimmt genau. Ich kenne mich hier aus. Früher wäre das. Die Frage ist, was machen wir als Allernächstes? Passiert sowas immer wieder? Also, kampftechnisch sind wir noch nicht so auf der Höhe. Grimm hat unser Erz gebunkert, aber da kommen wir nicht ran. Wir sollen ein Diebestalent lernen. Ich denke mal, Diego wäre dafür ein guter Anlaufposten, aber wir brauchen Erz. Dann, was müssen wir nochmal? Das Amulett! Aber die Zeit ist jetzt auch gleich wieder rum. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt mal Schluss. Und kümmern uns um Neck und dem Amulett, kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Na dann, bis denne, Henne.